Der Stolz ist immer noch gleich groß wie am Anfang. Natürlich mit der Verletzung gleich zu Beginn war es schwierig. Das war ein Schockmoment. Das will kein neuer Spieler, wenn er zu einem neuen Verein kommt, dass er direkt verletzt ist und die Vorbereitung vor allem nicht mitmachen kann. War zunächst ein Rückschlag. Dann ist die Verletzung eigentlich sehr gut verlaufen. Konnte früher zurückkommen, konnte direkt meine Spiele machen. Bin dann immer besser in Fahrt gekommen. Man erlebt immer neue Dinge im Fußball, ob sie jetzt positiv sind oder negativ. Man muss immer versuchen, das Beste daraus zu machen. Man muss versuchen, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn vielleicht vor 3, 4 Jahren wäre es schwieriger geworden als jetzt. Und deswegen ist es immer so ein Prozess. Und ich bin dankbar auch für diese Momente, die ich erleben darf. Die haben mir immer ein Gefühl gegeben, ein Teil der Mannschaft zu sein. Wirklich haben es mir sehr einfach gemacht. Und dann natürlich auch Freunde und enge Bekannte, die mir immer Mut zugesprochen haben. Und das hat schon geholfen. Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich gehe oft in der Innenstadt essen, weil ich ja selber noch nicht so viel koche. Und deswegen gefällt es mir sehr gut. Und die Leute sind immer sehr, sehr freundlich. Und, aber nie jetzt aufdringlich und deswegen fühle ich mich sehr wohl. Und er versucht immer das Beste bei uns herauszukitzeln, auch jetzt in dieser schwierigen Phase versucht er wirklich wieder uns beizubringen, was wir machen müssen, dass wir wieder stark sind. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch gut trainiert in diesem Trainingslager in Amerika und ich blicke auch positiv in diese Rückrunde. Sehr, sehr positiv, mit viel Motivation. Diese Aufgabe, die wir haben, die eine sehr schwierige ist, aber wir müssen uns bewusst sein, wie schön dieses Gefühl dann ist, wenn wir wieder erfolgreich sein können, weil wenn es läuft, dann ist es immer einfach für jeden, aber wenn es mal nicht läuft und dann den Bock umzustoßen, das ist eine echte Leistung und deswegen können wir uns alle darauf freuen, wie ich mich auch darauf freue. Das spiegelt sich, glaube ich, in meiner Person wider. Ich bin oft auch sehr zurückhaltend, wie der Schweizer so ist, aber ich habe auch meine temperamentvolle Seite, die afrikanische Seite natürlich. Und das ist ein sehr guter Mix, glaube ich. Das kam damals, weil natürlich in der Schweiz ist die Rekrutenschule obligatorisch. Da kam die Möglichkeit, dass ich bei den Young Boys Bern diese Rekrutenschule neben dem Fußball machen kann. Und natürlich am Anfang ist man skeptisch, Militär, Fußball, klappt das? Aber das war schon eine echte Lebensschulung für mich selber. Das war so eine Erfahrung, da bin ich mir jeden Tag eigentlich bewusst, was ich habe, wie gut es mir eigentlich geht. Weil da waren auch Leute, die haben nicht so dieses Glück, dass wir oder dieses Privileg, die Fußball haben. Und deswegen bin ich schon sehr froh darüber, dass ich das auch gemacht habe. Ja, der Tag ist eigentlich schon in der Nacht gestartet. Nein, 4:30 war schon Weckruf. Dann mussten wir uns alle versammeln vor dem Gebäude und dann gingen wir alle zusammen zum Frühstück. Und dann ging es eigentlich von 7 Uhr früh bis 9 Uhr abends voll durch. Und dann eigentlich alles wieder von vorne los und dann hat man zwischendurch wieder Spiele und Training, wo man sich wieder voll fokussieren muss. Und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war es nicht einfach, aber dann ist man immer mehr reingekommen und 18 Wochen locker gemeistert. Ich glaube, dass Disziplin jetzt nicht nur fürs Leben, auch im Fußball sehr, sehr wichtig ist, weil wenn man auf dem Platz ist, hat man auch taktische Vorgaben und das hat mit Disziplin zu tun. Den Fans wieder Siege schenken und persönlich auch mich weiterentwickeln, einen Schritt nach vorne machen in allen Bereichen. Wir versuchen einfach wirklich, dass wir in dieser Rückrunde wieder da hinkommen, wo wir eigentlich sein wollen.